Ich mag den Tegernsee. Er ist ein großer Bergsee, umringt von Dörfern und Höfen mit hübschen Ziegeldächern und weithin sichtbaren Kirchtürmen. Daran schließen sich grüne Hügel, dahinter Berge mit dem dunklen Grün der Nadelwälder und in der Ferne der graue Fels des Hochgebirges. Ich bin Märchenerzählerin und habe die Märchenjurte dabei. Sie steht an der Seepromenade in Bad Wiessee im Rahmen des großen Kunst- und Nachtmarkts. Ich lade ein, dich zu verzaubern von dem Märchen Das Adlermädchen. Der viertägige Markt ist bunt. In jedem Zelt präsentiert ein Händler seine ausgewählte Ware. Dabei kommt es zu vielen Begegnungen zwischen Jung und Alt, modern und traditionell. Und da war sie wieder! Ja, dann kommt sie wieder. Bad Wiessee, Stille wie am Sonntagmorgen in der Kirche. Liebes Publikum, mir scheint ja. Eintritt frei. Bühne und Seekulisse sind Unterhaltungsort. Akrobatik, Blasmusik und brasilianischer Salsa geben ihr Bestes. An den großzügig aufgestellten blau-weiß eingedeckten Tischen wird gegessen. Ja, was auf dem Markt zu finden ist, vom Bergkäse und Bier zum französischen Kräuterpesto und der blau gefärbten Zuckerwatte. Stehen bleiben, festhalten. Bei drei, Männer. Bei drei geht's los. Jetzt wird's ernst. Eins, zwei, drei. Applaus! So, Pinky Blume, ihr gebt bitte jeder in eine Ecke. Nicht die Rosen noch. Komm jetzt hier. Liebes Publikum, ich habe euch versprochen, wir machen rhythmische Sportgymnastik. Und hier kommt sie. Rhythmische Sportgymnastik, extrem schwierig. Trick Nummer 1b, noch schwieriger. 1, 2, 3. Dankeschön! Dankeschön, Bad Wiessee! Willkommen, hallo ihr beiden. Okay, wir haben hier die Astra. Die Krönung des Marktes ist das Feuerwerk. Es zerreißt die Dunkelheit der Nacht mit hell aufleuchtenden Farben und das Echo des Bollwerks
wird von den starren Bergwänden zurückgeworfen.